Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich befinde mich hier wieder an der Eder zu einem neuen Angelfilm. Ja, wir haben jetzt Anfang September. Es ist nicht mehr ganz so warm. Es ist heute auch leicht am Fisseln. Aber ich denke, dass wir hier doch ein paar Fische fangen werden. Ja, dann seid ihr mit dabei, guckt es euch an. Ich wünsche viel Vergnügen damit. Tschüss. Ja, hier haben wir die Eder. Langsam fließt sie dahin. An dessen Ufer steht auch schon das indische Springkraut. Wir selber haben uns da gemütlich gemacht mit einem Wohnmobil und mit dem PKW. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, hier zu grillen. Das ist hier der Waschsalon. Ja, und dann wird hier schön lecker gegrillt, gegessen und auch was verzehrt. Und getrunken! Genau so sieht's aus. Oh ja, Schippi probiert es hier. Ja, dann hat hier die erste Forelle. Ja, eine Schluck mit so einer Schuhe passiert beim Aalanger. Ja, Salve, was hast du? Oh oh. Ja, dann haben wir hier die Bachforelle. Gut. Ja, hallo Leute. Wir haben jetzt schon den späteren Abend und wir sind schon sehr hoch in Würden. Einen Aal gefangen haben wir nicht, aber die eine Forelle, die ihr gerade gesehen habt, und wenn ich mal hier so rüberschwenke, also wir haben schon richtig Duster hier. Und voll da. Hier mit Style, Stil. Genau, ja, Stil. Ich bin voll im Style, Alter. Also, kein Problem, wir gucken auch mal weiter, was läuft. Tschüss. Ein neuer Morgen, ein neues Glück. Ich gestatte euch mal einen Blick in meine Köderbox. Also wie ihr seht, ist alles kleine Muster. Diese Rapala-Wobbler im Bachforellen-Design. Dann schwarze Blinker vom Maps. Dann habe ich hier Gummifischchen, die ich also in tiefen Stellen in Gumpen führen kann. Auch in Bachforelle. Ja, und rote Blinker, kleine. Nicht die Muster, sind alle klein. Ich habe die immer so in Schwarzpunkte. Nicht so, dass die also Bachforellen ähneln. Ja, die Eder ist ein schönes Gewässer, voller Rauschen und bestimmt auch großen Forellen. Ja Leute, da ist mir gerade der Fang geglückt. Ich habe sie bereits abgeschlagen, also erst kommt der Fisch. Ja, eine schöne Forelle. Ja, gerade wieder ein Biss, aber eine kleine. Die kommt wieder frei. Ja, auch mittlerweile ist die Eder ebenfalls mit dem indischen Springkraut verseucht. Aber dennoch ein wunderbares Gewässer, wie man sieht. Ja, wenn man das indische Springkraut anpackt, dann platzen die so schön. Unangenehm ist, wenn man dann durch diese hohen Stauden gehen muss und diese Samenkapseln platzen und die Körner springen einem ins Auge. Das ist dann nicht so prickelnd. Na, guck mal. Thank you.
Ja, dann haben wir jetzt hier mal so ein kleines Lagerfeuer entfacht. Gehört dazu. Ja, weißt ja, wenn du keine Fische fängst, dann musst du dir diese Würmer in die Pfanne hauen. Das nennt man dann Fleischnudeln. Hier wächst auch Beifuß und der ist nicht belastet. Da kann man sich dann was mitnehmen von und dann seine Weihnachtsgans oder seine Weihnachtsente damit würzen. Ja, ist noch eine kleine Forelle gefangen worden. Aber die hatte den Wurm so tief geschluckt. Oh, da hinten fliegt ein Reiher. Von unten sieht man seinen... Ach, Moment mal, das ist ja ein Kranich. Der hat ja sowas gar nicht. So, die Sonne geht unter, dann wollen wir mal gucken, dass wir heute Abend wenigstens mal einen Aal bekommen. Ja, und wenn nicht, dann haben wir den Pech gehabt. Nein, hinten die Schwanzflosse. Ja, so, Saudi ist gelohnt, einen größten Fisch des Tages zu fangen. Den haben wir hier, was das jetzt nun mal ist, das wissen wir gar nicht. Sehr dunkel und sehr klein. Aber da grinst er, da ist er richtig stolz, da ist er richtig stolz. Das sind natürlich riesige Okolyten hier, die so mittlerweile auf den Tisch kommen. Wir haben auch den längsten Tisch der Welt. Ja, genau. Ja, ja, das ist jetzt im Moment die Strecke, die wir haben hier. Das ist sie. Also, der obere, der ist schon gut, der mittlere ist auch gut, der drunter ist auch gut. Und der ganz ist der unterste, ja, natürlich dann. Der unterste. Das ist natürlich der beste hier, the best. Quasi. Ja, dann haben wir jetzt Aalangeln begonnen. Es ist schon dunkel. Schauen wir mal, was wird. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir was kriegen, nicht? Wünscht uns mal Petri Heil. Ja, hier tut sich was. Gerade was gewackelt. Ja, Leute, es hat geklappt. Ein Aal. Ja, vielleicht haut mir der Okofokus mal ein scharfes Bild rein, aber es ist einer und gar nicht mal so ein kleiner. Ja, da ist er jetzt im Eimer, da bleibt er auch. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht kommen noch welche dabei. Da ist gerade noch ein schöner Breitkopf dabei gekommen. Ja, so wird's. Ja, zwei Aale hat dieser Abend gebracht, einen schönen dabei. Werden wir uns morgen mal im Tageslicht näher begucken. Ja, dann lege ich mich auch erstmal aufs Ohr und dann sehen wir dann am anderen Tag weiter. Also, tschüss erstmal. Ja, jetzt haben wir einen anderen Morgen. Jetzt können wir die Aale auch mal zeigen bei Tageslicht. Ja, es geht. Ja, das ist der dicke, das ist der Breitkopf.
So. Ja, ein schöner Aal. Ja, und hier kann man einen schönen Unterschied sehen zwischen Breitkopf- und Spitzkopfaal. Ja, dann sitzen wir wieder am Frühstückstisch, hallo Mann. Quasi, Kaffee ist auch da. Was will der Mann mehr? Nur ist ein bisschen kalt, da funktioniert der Gaskocher nicht so, wie er sollte. Da gibt eine gelbe Flamme, aber egal, wie man am Sonntagmorgen so früh aufstehen kann. Ja, die Jungs, die haben den Hasch mich aber. Ja Leute, wir haben jetzt hier ein paar schöne Tage an dem Ederfluss verbracht und hatten auch Petri Heil. Ja, heute waren Forellen und sogar zwei Aale. Ja, ich hoffe, der Film gefällt und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.